Schulaufgaben oder die Eltern im Homeoffice und da kann es schnell mal passieren, dass der Kopf voll ist oder ihr euch ein bisschen lahm fühlt und ein bisschen auspowern möchtet. Ich habe euch ein kleines Training vorbereitet. Ihr braucht 5 Bücher dafür. Die habt ihr entweder in eurer Schulmappe oder im Bücherregal zu Hause. Wie groß die kleinen ist, egal. Ihr wählt in den jeweiligen Übungen, das sind 11 an der Zahl, die jetzt folgen, wie viele Bücher ihr in der Hand haben möchtet. Ob es 1 bis 5 sind, es gibt Übungen, da braucht ihr alle 5. Es gibt manche Übungen, da braucht ihr nur 1 oder nehmt nur 1. Und jetzt habe ich genug geredet, legen wir los. Die erste Übung, die wir machen werden, ist der Hampelmann. Ich nehme hierzu jetzt 3 Bücher. Wir stellen uns schulterbreit auseinander, nehmen die Bücher vor die Brust. Die Beine schließen unten und gehen wieder auf und die Arme bewegen sich vor der Brust vor und zurück. Ihr macht 10 bis 20 Wiederholungen. Ich zeige euch jetzt mal kurz 10 vor. Das waren die 10 von mir, jetzt seid ihr dran. Ihr könnt zwischen 10 und 20 wählen und dann schauen wir mal, wie viel ihr schafft. Zweite Übung in diesem Kraftkreis ist was für die Schultern. Dabei können wir wieder aussuchen, wie viele Bücher wir nehmen. Ich nehme in diesem Fall alle 5. Wir gehen wieder in den schulterbreiten Stand, machen ein bisschen Spannung im Rumpf. Das heißt, unser Brustbein zieht ganz leicht zum Becken, sodass wir hier eine Grundspannung haben. Die Arme starten vor der Hüfte, Knie sind leicht gebeugt. Und jetzt werden wir die Arme vor die Brust führen. Einmal nach rechts drehen, einmal nach links drehen und wieder langsam nach unten. Wir bleiben schon aufrecht stehen, möglichst die Schultern hinten zusammenlassen. Nach oben, einmal nach rechts, einmal nach links. Und auch hier könnt ihr wählen zwischen 10 bis 20 Wiederholungen und wie viele Bücher ihr in der Hand haben möchtet. So, das war meine Übung. Jetzt seid ihr dran. Für die nächste Übung brauchen wir nur ein Buch. Und zwar, egal wie groß wie dick. Das legen wir vorne auf den Boden. Wir setzen uns vor das Buch, Hacken kommen auf das Buch gestellt, Oberkörper ist abgelegt, Knie sind erstmal noch angewinkelt, Hände liegen nach oben gedreht neben dem Körper, genauso wie die Arme, die Hüfte kommt nach oben und jetzt schieben wir das Buch über den Boden nach vorne, spannen hier wieder nach, sodass die Hüfte möglichst lange oben ist und wir ein bisschen was für die Ganzkörperspannung und die Beine machen. Hier machen wir 10 Wiederholungen, ich habe euch das vorgezeigt und ihr macht jetzt die 10. Bis zur nächsten Woche. Für die nächste Übung brauchen wir kein Buch. Wir gehen in die Liegestützposition und machen den Kletterer. Das heißt, wir gehen in die Liegestützposition, Körper ist schön in Spannung, Hände sind unterhalb der Schulter und jetzt werden wir die Beine auswinkeln und die Knie zu den Ellbogen wechselseitig führen. Hier macht ihr jede Seite 10 Wiederholungen. Achtet immer schön drauf, wieder ein bisschen nachzuspannen, dass er hier nicht durchrutscht, sondern immer ein bisschen in Spannung seid und der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Die nächste Übung, und zwar haben wir wieder Hampelmänner in einer anderen Variation. Ich nehme wieder 3 Bücher dafür in die Hand. Wir stellen uns wieder schulterbreit auseinander. Die Arme kommen jetzt nach oben und bewegen sich hoch und runter. Ich zeige euch wieder 10. Und ihr könnt wieder wählen zwischen 10 bis 20 Wiederholungen. So, meine 10, eure 20. Für die nächste Übung gehen wir wieder zurück auf den Boden in die Liegestützposition. Die kennt ihr nun schon, das heißt wieder schön die Hände unter der Schulter. Hinten die Beine können leicht gedreht sein, Spannung in den Bauch. Und jetzt wollen wir abwechselnd unsere Schultern anzippen. Jede Seite 10 Mal. Das heißt, rechte Hand zur linken Schulter, linke Hand zur rechten Schulter. Immer abwechseln. Ich zeige euch das nochmal vorne. Schöne Körperspannung. Beine leicht grätschen. Und dann immer abwechselnd. Blick ist nach unten. Die Schulter hat. 10 Mal jede Seite. Wir wollen ein bisschen was für die Beine machen. Wir machen Ausfallschritte. Dabei könnt ihr wieder wählen zwischen den Büchern, wie viel ihr möchtet. Ich nehme wieder 3. Wir stellen uns wieder schulterbreit hin. Bücher kommen über den Körper,
schön mit Spannung halten. Und jetzt machen wir einen großen Schritt, greifend nach vorne und gehen aktiv wieder über den Fußbein zurück in den Ausfallschritt. Hier Knie hoch, greifend, aktiv zurückschieben. Jede Seite 10 Mal. Hier oben schön die Bücher halten. Nicht, dass sie nach vorne fallen, das wollen wir nicht. Und mit Spannung 10 Wiederholungen jede Seite. Für die nächste Übung brauchen wir alle Bücher, ein bisschen was für den Bauch. Wir nehmen die Bücher, und zwar alle 5 gestapelt, legen die auf den Boden und setzen uns davor. Beide Beine neben den Bücherstapel, die Hände können gerne hinten stützen. Und jetzt werden wir geschlossen die Füße abwechselnd über den Bücherstapel heben, ohne dabei den Boden zu berühren. Und für diejenigen, die sagen, oh, das ist ja ein bisschen einfach, ihr könnt euch gerne die Bücher auf Hochkant hinstellen oder noch ein bisschen was Höheres holen. Sobald sie stehen. Ja, Vorführeffekt. So. Und dann auch hier wieder leicht drüber heben die Beine. Und das Ganze 20 Mal. Also aus der jede Seite 10 Mal überquert. Bei der nächsten Übung bereiten wir uns auf Ostern vor. Das steht da vor der Tür. Und dafür nehmen wir natürlich unsere Bücher. Alle 5 wieder an die Anzahl, denn wir machen Büchertransport. Wir legen die Bücher vor uns hin und möchten mit einem kleinen Sprung die Bücher auf die andere Seite legen. Dabei schön beachten, dass wir eine Ganzkörperstreckung machen wollen beim Springen und dann wird es abgelegt. Ich mache es kurz vor. Ablegen, dann gehen wir gleich zurück. Nehmen das nächste Buch, legen das ab, gehen gleich in die Hocke zurück. Zack. Ich schummel jetzt einmal, denn wir wollen ja alle Bücher einmal auf die eine Seite. Und auch wieder zurück. Versucht darauf zu achten, dass ihr in eine Richtung dreht. Das heißt jetzt auch wieder in dieselbe Richtung zurück. So haben wir beide Seiten auch drin bei der Verdrängung. So, das machen wir 5-mal hin und 5-mal zurück. Dann haben wir 10 Sprünge. Was darf natürlich nie fehlen? Unser Liegestütz. Dafür nehmen wir wieder alle 5 Bücher. Für die, die es ein bisschen leichter haben wollen. Dann legen die hin und machen die Liegestütze so, dass die Brust immer auf die Bücher abgelegt wird. Das heißt, Hände sind dazwischen, die Brust überhalb des Buches und dann werden wir hier ablegen. Wenn man natürlich sagt, 5 Bücher, das ist mir zu hoch, dann nimmt er natürlich Bücher weg, legt sie zur Seite und könnt das Ganze ein bisschen flacher gestalten. Ja, so, dass man sagt, zum Schluss ist nur noch ein Buch da. Dabei machen wir 10 bis 20 Wiederholungen. Je nachdem, was ihr schafft. Kommen wir schon zur letzten Übung in unserem wunderschönen Kraftkreis. Wir brauchen alle 5 Bücher, die wir auf den Boden legen werden. Und machen noch ein bisschen was für den Kreislauf. Und zwar Wechseltippsprünge. Ja, dabei wird immer auf den Bücherstapel getippt, immer wechselseitig. Die Arme nehmen wir schön mit. Und das sieht dann so aus. Das kann man auch ein bisschen aktiver machen. Und da wollen wir 20 Wiederholungen machen. Blitzschön nach vorne gerichtet. Arme nochmal mitstehen und immer leicht auf den Bücherstapel tippen. Liebe Sportler, liebe Eltern, ihr seht, die Bücher sind nicht immer nur fürs geistige Wissen da, sondern auch fürs körperliche Wohl. Man kann die auch für Fitness benutzen. Ich wünsche euch viel Gesundheit, bleibt schön zu Hause. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder draußen auf dem Sportplatz. Genießt das Training hier. Wir haben noch mehrere Videos auf YouTube. Unter dem Hashtag SC Potsdam könnt ihr gerne eure Videos auch posten. Wir freuen uns über jede Einsendung und dann bleibt schön gesund. Wir sehen uns bald wieder, euer Chris.